Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Part von Kingdom Hearts Final Mix. In diesem Part werden wir die restlichen Triotechs und Welpen einsammeln, die wir in den letzten Folgen vergessen haben bzw. nicht einsammeln konnten, weil wir gewisse Triotechs und bestimmte Abilities, Begleiter und Hüpfen nicht richtig konnten. Und als erstes machen wir in Traverse einen kurzen Boxstopp. Wir werden hier nämlich die Welpen, die wir bereits haben, abgeben. Das sind nicht alle, das sind nur die ich am Anfang irgendwann mal eingesammelt habe und nie abgegeben habe, weil ich nicht so oft zu den Welpen hingehe. Also, einmal durchs Tor und hallo zu den Welpen! Mit toller Musik. Tut mir leid, falls das ab und zu komisch klingt. Ich hatte da eine Aufnahme, die hat über zwei Stunden gedauert, fast drei Stunden, und da musste ich halt hier eben alles zusammenschnippeln und manchmal ist der Ton ein bisschen schief geraten. Das tut mir leid. Aber ja, was soll's. Wir erhalten von Pongo Blitzrakumi, ein Mutrilerz, eine verlorene Seite und Mutril. Ja, als nächsten Boxenstopp gehen wir nach Wonderland. Dort sammeln wir zwei grüne Triotechs ein. Eine weiße Triotech, eine blaue Triotech und ein paar Welpen. Nämlich Welpen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 58, 59 und 60. Und ja, was wir im letzten Part gemacht haben, ist, haben uns Riku gestellt und haben uns anschließend geopfert, damit Kairi wieder ihr Herz erhält und sind dadurch dann zu einem Herzlosen geworden. Allerdings hat uns Kairi dann irgendwie gerettet und danach sind wir anschließend nach Traverse zurückgereist, weil die ganzen Herzlosen viel stärker geworden sind. Und da dachte ich mir, ich mache jetzt einfach mal eine Aufnahme, wo ich alles einsammle. Und ja, was wir alles vergessen haben, und wir haben ziemlich viel vergessen, und ich bin noch bei manchen Triotechs durch alle Welten geklappert, weil ich nicht wusste, welche ich vergessen habe. Und ja. Es ist halt nicht wirklich. Ich zeige nicht die ganzen Wege, wo sich alles befindet. Also genau Tutorial, wo die ganzen Triotechs und alles sind, das habe ich hier nicht. Ich habe nur die eingesammelt, die mir wirklich gefehlt haben noch. Das ist halt eben auf meinen Spielstand bezogen. Also sollte hier irgendwem wirklich was fehlen, muss ich diesen leider irgendwo anders hin verweisen, weil ich nicht mehr wirklich alles zeige. Ich zeige halt hier nur alles, damit ich meine sogenannten 100% voll bekomme. Damit ich die geheime Cutscene hier freischalten kann. Die beinhaltet zwar nicht, dass ich alle Triotechs sammeln muss. Und alle Dalmatiner, aber ich sammle die so gerne, deswegen habe ich gedacht, die mache ich einfach dazu. Weil zu den 100% gehören eigentlich, damit man die Cutscene freischaltet, sage ich mal. Dass man bei Profi eben die Geschichte abschließt. Damit man sieht man halt die normale Cutscene, die eigentlich alle sehen. Und die geheime Cutscene sieht man nur, wenn man hier eben alle Schlüssellöcher versiegelt hat und eben den Hades Cup gemacht hat. Und natürlich werden wir auch alle Schlüssellöcher versiegeln. Allerdings müssen wir dazu noch die verlorenen Seiten suchen, damit wir in die tolle Winnie-Pooh-Welt gehen können und dort lauter lustige Minispiele machen können. Natürlich werde ich das im nächsten Part in Angriff nehmen, dass wir komplett, Winnie-Pooh-Welt abschließen können. Den 100-Morgen-Wald. Da waren wir zwar, hatten wir zwar einen kurzen Bockenstopp damals, als Merlin eingezogen ist, aber ja. Da haben wir Winnie Pooh kennengelernt. Mehr auch nicht. Und bitte nicht wundern, wenn ab und zu die HP-Leiste ein bisschen kürzer oder länger ist. Ich habe angefangen mit Level 43 alles zu suchen. Und aufgehört habe ich mit Level 55. Das lag einfach daran, dass ich erstmal alles in Wonderland und im tiefen Dschungel eingesammelt habe und dann dachte ich mir, ich mache eine kurze
eine Level-Session, die einfach nur zum Kotzen war. Und das ist auch so eine Stelle, wo ich mir dachte, was tust du da? Du musst das Ding einfach nur berühren und nicht irgendwie angreifen. Aber okay. Ja. Ich hätte natürlich alles rausschneiden können, aber nein. Es kommen auch dumme Momente rein. Das ist einfach nur ein dummer Moment. Geh hin und berühre das. Danke. Aber das war echt anstrengendes Leveln. Leveln mag ich nicht. Das ist nicht so meins. Jetzt renne ich mal schön im Kreis herum, weil ich mich freue. Ah, da ist eine weiße Trio-Zeich und ich kann das nicht aktivieren, weil ich da noch nicht in Holobestion war. Haha. Diese Aufnahme war vor Holobestion noch. Da wollte ich schon anfangen, alles einzusammeln, aber ist mir die kluge Idee gekommen, ich sollte vielleicht warten, bis ich die weiße Trio-Zeich auch habe, weil sonst muss ich in jeder Welt noch 20 mal, 1000 mal reisen. Und ja. Dementsprechend sehen wir diesen Ort gleich wieder. Nur mit ein bisschen mehr HP und mit neuen Gegnern. Und hier haben wir auch noch eine grüne Trio-Zeich vergessen. Ich weiß nicht, wie ich die vergessen konnte. Ich habe mir eingebildet, dass ich die gesammelt habe, aber ich hatte sie nicht. Also bei den grünen Trio-Zeichs war es echt so, dass ich mir immer eingebildet habe, ich habe alle eingesammelt. Dabei habe ich sie nicht alle eingesammelt. Und ja. Aber ich wollte einfach dieses Buch fertig haben. So, jetzt sind wir wieder bei dieser Au-Stelle. Ich sag immer automatisch Au, auch wenn ich nicht spiele. Ich sag meinem Charakter, wenn er sich verletzt, Au. Auch wenn es mir nicht weh tut. Aber okay. Ich weiß nicht, warum ich das tue, aber ich tue es einfach. So. Mit der weißen Trio-Zeich in Wonderland kriegen wir endlich das Schlüsselschwert von hier. Endlich. Wir erhalten Herzensbrecher. Und wie ihr seht, habe ich hier schon Sternentreue und ja. Da kann mein lieber Herzensbrecher zwar nicht wirklich mithalten mit der Angriffskraft, aber mit der MP zwar schon, aber ich will meine Angriffskraft haben und ich finde Sternentreuer vom Design her viel schöner als Herzensbrecher. Aber es kommt später noch ein Schlüsselschwert, das mir besser gefällt. Und nein, es ist nicht Ultima. Mit dem werde ich wahrscheinlich auch gegen den Endboss antreten. Und ja. So, als nächstes haben wir auf dem Punkt den tiefen Dschungel. Da fehlt uns eine weiße Trio-Tech, eine grüne Trio-Tech und Welpen 28, 29 und 30. Und ich kann mich hier anscheinend nicht entscheiden, wo ich hinfliegen will. Wobei es intelligenter gewesen wäre, wenn ich zu dem toten Baum geflogen wäre. Weil dann hätte ich dort entweder die grüne Trio-Tech einsammeln können. Beziehungsweise hier diese Kiste ist beim Zelt, okay, aber hier ist auch nicht spektakulär was drinnen, außer ein Meteor-Gummi. Und ich habe zwar alles eingesammelt, was ich gesehen habe, es gibt sicher noch genug Kisten, die ich übersehen habe, aber die nicht wirklich relevant sind. Meiner Meinung nach. Also, ja. So, hier oben müssen wir uns entlang angeln, dann finden wir endlich diese letzten Welpen hier. Also das war echt, ich habe gestern alles aufgenommen und jetzt bin ich hier am Nachkommentieren. Das ist echt viel zu viel gewesen gestern, das alles zu suchen. Vor allem in Monstro, da ging es mir echt auf den Nerv, weil die Gegner einfach die ganze Zeit da waren und du hast alles aus dem Weg kommen hast müssen. Und hier finden wir die grüne Trio-Tech. Ich finde, das ist echt gemein versteckt, weil man sie sieht man sehr schlecht. Sie hätten da vielleicht eine gelbe oder eine rote hinmachen können, aber keine grüne. Das ist nicht so toll, aber okay. Wir müssten eigentlich mittlerweile schon ganz schön viel mit Trillerz haben. Ich habe mir das gar nicht angesehen, aber schmieden können wir immer noch nichts, weil mir fehlen diese ganzen Spezialgegner. Und ja, nicht so mein Fall. Ich weiß nicht, ob wir diese Kiste, die am Dach oben ist, auch eingesammelt haben, irgendwann einmal, aber ich glaube, ich habe mir das ja gar nicht angesehen. Ich bin gleich in den Abgrund, wie Donald in den Abgrund gestürzt, beziehungsweise geflogen. Ich mache es eleganter als Donald. Ich springe nicht, ich fliege.
Hui. Würde gern was sehen, Bildschirm. Danke. Und in diesen Wasserhöhlen, wo wir am Ende das Schlüsselloch versiegelt haben, ist noch die weiße Triotech. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, was da drin ist. Ich bin mir, dass es ein Orikalkon oder sowas drinnen ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier sind jedenfalls viele Sachen zum Schmieden drinnen, was man in diesen ganzen Kisten findet. Aber ja, die wir leider nicht zum Gebrauch bekommen werden, wenn ich diese blöden Gegner nicht schaffe. Mag ich nicht irgendwer für mich machen. Oh, ich hatte recht, aber wirklich einen Orichalkon drin. Okay, als nächsten Punkt haben wir das Kolosseum. Will ich meinen, was tue ich denn da? Was tue ich denn da? Ach, da gucke ich mir die Dalmatiner nochmal an, wie viele Dalmatiner wir schon haben. Und... ja, wir haben hier alle einen Agrabah-Phenos, noch welchen Halloween-Tarn, ein Monster und bla 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 bla. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir da schon in Holobestchen, ich weiß gerade nicht. Ja, waren wir. Wir haben doch gerade die weiße Triotech aktiviert. Mann, denk doch mit. Okay, als nächsten Punkt haben wir im Kolosseum. Da fehlt uns nur eine weiße-grüne Triotech, ja. Nein, uns fehlt hier die weiße Triotech, die mitten im Feld ist. Und die grüne Triotech, wo ich mir eingebildet habe, dass ich sie schon längst eingesammelt habe. Aber ich habe sie nie eingesammelt und deswegen habe ich hier auch nie nachgeguckt und habe alle anderen Welten abgeklappert. Und wo war sie? Im Kolosseum. Das war die letzte grüne Triotech, die mir gefehlt hat. Das hat mich echt nervlich fertig gemacht. Bis ich die gefunden habe. Aha. Und hier haben wir den Tantos-Stab erhalten. Ich weiß zwar nicht, ob der besser ist als der rosenmagische Stab. Doch, naja, von der Angriffskraft her schon und von der MP her nichts. Aber okay. Jedem seins. So, jetzt sind wir wieder hier. Schon wieder. Jetzt sammeln wir die grüne Triotech ein. Ach, diese grüne Triotech, die werde ich nie wieder vergessen. Sollte ich das Spiel nochmal durchspielen und fehlt mir irgendeine grüne Triotech, gucke ich hier als erstes nach. Ich hätte mir ganz sicher eingebildet, dass ich sie bei diesem toten Baum in Dingsbums vergessen hätte. Aber okay. Als nächstes fliegen wir nach Atlantica. Hier fehlt uns nur eine weiße Triotech. Das war's dann auch schon. Das ist mir sehr atemberaubend. Die mitten im vor dem Palasthof ist. Oder im Palasthof, ich bin mir gerade nicht sicher. Doch, im Palasthof ist diese. Aber bis ich diese auch holen konnte, musste ich etliche Herzlose besiegen. Das ist echt nervig. Nächstens war der Hai nicht da. Ich weiß gar nicht, was hatten wir da drinnen? Ich glaube, entweder dunkle Materie oder Kalkum oder Mithril. Oder Mithril-Erz. Ja, ein Orikalkon. Wer hätte das gedacht? Als nächstes gehen wir nach Monstro und lassen uns von dem leckeren Monstro verschlucken. Weil wir ja so lecker sind. Ein Gummischiff mit einem Pies. Mhm. In Monstro fehlt uns etliches. Also die weiße Triotech fehlt uns. Dann fehlt uns hier eine verlorene Seite. Das ist die letzte Seite, die uns gefehlt hat. Dann eine blaue Triotech. Und die Welpen 76 bis 81. Hier hätten wir auch schon die weiße Triotech, ich weiß gar nicht, was da drinnen war. Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis, das ist echt unglaublich. Habe ich gestern festgestellt. Komm, mach die Kiste auf, wie viel wissen, was da drin ist. Bitte, 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 bitte. Eine Dunkelmaterie, ist ja nichts Neues. Entweder Dunkelmaterie, Orikalkon oder Mithril oder Mithrilerz ist drinnen. Ich glaube, einmal hatte ich einen Diamant gefunden. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ja, passiert jetzt auch was? Nö. Wir stehen hier in der Gegend rum und schauen. Wir wandern. Okay. Nein, da geht's nicht drauf. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ja. Genau. So. Ich habe hier öfters mit Naseweiß gekämpft. Ah, da haben wir auch schon die verlorene Seite. Ich habe öfters mit Naseweiß gekämpft. Ich wollte ausprobieren, was sie so drauf hat, weil sehr viele sagen, sie ist toll und sollte ich mal ausprobieren, was sie drauf hat, weil ich bin so eine, die das Rufen nicht wirklich benutzt. Ist nicht so mein Fall. Aber ich muss sagen, Naseweiß gefällt mir. Vor allem, weil sie dauerhaft da ist, bis du einen Raum verlässt oder stirbst.
oder sie einfach entlässt. Das finde ich toll. Und ich habe auch gelesen, dass sie einen heilt, sollte man sterben. Also sie wiederbelebt einen. Aber nur ein einziges Mal und dann verschwindet sie wieder. Aber ich finde es cool, dass sie alle paar Sekunden, ich glaube 1,7 Sekunden, ein bisschen MP heilt. Oder halt die Gruppe heilt. Ja, teilweise habe ich hier Kampfszenen drinnen, weil ich das einfach nicht schneiden wollte mehr. Weil sonst hätte ich hier noch mehr geschnipselt. Zwar wäre der Part ein bisschen kürzer gewesen, beziehungsweise ich hätte es auch natürlich beschleunigen können, aber dann hätte sich der Ton nicht mehr so schön angehört. Meiner Meinung nach. Ich meine, wenn man etwas beschleunigt, dann sollte man meiner Meinung nach den Originalton weglassen oder irgendeine Musik darunter spielen. Aber sonst, ja, keine Ahnung. Und wie ich Alolampen hasse. Ich hab gerade ein Déjà-vu. Auch nicht, dass es weg die Alolampe. Ein Déjà-vu ist einfach das. Ich habe gestern ganz viel Kingdom Hearts 2 gespielt und war, ich glaube, in der Herkuleswelt. Und da ist vor mir, habe ich einer Alolampe ins Gesicht geguckt und die hat sich gerade bereit gemacht, dass sie mich niederfährt. Sie niederrammt. Hat sich aber irgendwie umgedreht und ist in meinem Rücken reingefahren und ich konnte natürlich dieses Action-Kommando oder nicht, dieses Aktionskommando nicht machen und das fand ich ganz sehr schön. Jetzt fehlen uns auch nur mehr die blaue Triotech und die Welpen. Und ich bilde mir ein, dass die Welpen in der blauen Triotech drinnen waren. Nein, waren sie gar nicht. Blödsinn. Blödsinn. Waren sie gar nicht. Mach die Kiste bitte auf und drück nicht dauernd irgendwelche Startsymbole. Ich weiß, dass ich da zu diesem Zeitpunkt halt auf meinen Mitschriften geguckt habe, wo mir was fehlt und wo alles ist, aber irgendwie passiert das ziemlich oft. Leider. Und wir haben schon 33 Stunden. Ah, ach ja, hier sind die restlichen Welten. Und hier habe ich Nasewas mal im Ansatz. Da sieht man sie auch kurz. Beziehungsweise, ich glaube, irgendeiner Szene im Monstro beschwöre ich sie auch noch. Das sieht man sie auch. Boah, wie oft ich sie im Monstro beschwört habe. Das ist echt Wahnsinn. Und wir haben auch noch die letzten Welpen. Jetzt bin uns nur noch die blaue Triotech und hör auf dann auf Pause zu drücken. Das Fenster geht erst weg, wenn du auf X drückst. Und wie auch der Ton hier einfach weg ist. Wenn man auf Pause drückt. Das könnte ruhig der Ton weiterrennen. Aber nein, es ist Pause. Es ist alles pausiert. Sogar der Ton. Ja, bitte. Hallo. Guten Morgen. Gute Nacht. Mahlzeit. Guten Appetit. Hallo. Ah, okay. Oh Gott. Ja. Ja, okay, ja. Einfach mal den Äther wegräumen, okay. Okay. Ja. Also, das im Nachhinein anzusehen und zu sehen, was man für ein Blödsinn getan hat, ist echt traurig. Irgendwie wirkt hier alles größer, finde ich, als in Kingdom Hearts 2. In Kingdom Hearts 2 ist alles irgendwie kleiner gehalten, finde ich. Bilde ich mir ein. Weil hier ist irgendwie alles größer. Hier ist sogar so größer. Obwohl er eigentlich klein ist. Come on! Das sieht auch sehr bizarr aus, wenn es so dasteht. Seid ihr es denn bald? Tschüss, Naseweiß. Und kommt zu uns, Triotech. So. Als nächsten Boxenstopp haben wir. Die liebe Halloween Town Welt. Welt. Hier fehlen uns eigentlich nur eine weiße Triotech und Welpen von 64 bis 72. Also 9 Welpen fehlen uns hier. Die haben wir aber auch alle schnell eingesackt. Ein Welpenpaar befindet sich in der weißen Triotech, eins am
in einem Kürbisgesicht. Ja, das hört sich komisch an. Und eins hinter, in einer Gruft drinnen. Da sind lauter Items versteckt und da ganz, ganz hinten im Eck sind die Welpen. Mehr habe ich auch lange gesucht. Da dachte ich mir so, hä? Okay, wir stehen hier auch immer eine halbe Stunde lang herum, bis wir hier irgendwas getan haben. Ich weiß nicht, warum ich das so dämlich geschnitten habe, aber okay. Es war einfach für mich viel zu viel zum Schneiden. Ich bin an dieser ganzen Schnippele fast 3 Stunden gesessen. Das war echt nicht schön. Und es ist halt auch nicht gerade toll geworden. Da hätte ich mich noch länger hinsetzen müssen. Und ich bin auch schon so ein ungeduldiger Mensch, dass ich das nicht kann. Also solche Stippeleien mag ich nicht. Aber okay. Einmal und nie wieder. Voraussichtlich. Ich meine, das Aufnehmen war ja nicht das Schlimme daran, sondern eher das Zusammenschneiden. Weil 3 Stunden von 3 Stunden Videomaterial auf 35 Minuten runter ist echt, echt. Vor allem, ich hatte zum Beispiel die ganzen Wonderland Sachen und den tiefen Dschungel hatte ich in ich glaube, 4 verschiedenen Parts drinnen. Das alles zum Suchen, das war auch sehr anstrengend. Das alles zum Schnippeln. Aber wenigstens sind hier in Halloween Town keine Gegner aufgetaucht. Das hat alles ein bisschen entspannter gemacht. Zumindest an diesem Hauptplatz hier sind keine aufgetaucht. Und hier habe ich mich mal orientieren müssen, wo dieses Kürbisgesicht ist und wie ich da hinkomme. Das wusste ich nämlich gar nicht. Weil ich muss irgendwie erhöht fliegen und so habe ich versucht auf der Seite raus zu springen, aber irgendwie. Ja, das funktioniert auch nicht. Dann wollte ich einen Walljump versuchen und ich habe zu viel Mario geguckt. Ich habe viel zu viel Mario geguckt, das wollte ich einen Walljump machen, aber das gibt es ja in Kingdom Hearts nicht. Aber das gibt es, das habe ich fast geschafft und dann fliege ich wieder runter. Weil der steht kurz, er ist kurz gestanden und dann ist er wieder hingefallen. Runtergefallen, nicht hingefallen. Beziehungsweise er lässt gern los. Das ist echt nervig. Jetzt steht er kurz. Ah, jetzt bin ich ganz oben. Perfekt. Ein paar Mal ist er nämlich nur gestanden. Aber das vergesse ich auch immer, dass man dieses... Das ist für mich gar kein Kürbisgesicht. Das ist für mich irgendwie so ein Herzloser, der ganz grimmig rein schaut. So, hier haben wir die ersten Welten gehabt. 70, 71 und 72. Jetzt will uns nur mehr... Triotech und die anderen Welpen. Und dann sind wir hier mit Halloween Town fertig. Dann fehlen uns nur mehr Agrabah und Immerland. Das waren die 2 neuen Welten, die 10 Sterne hatten. Aber ich weiß auch, warum sie 10 Sterne hatten. Nicht, dass die Herzlose stärker geworden sind. Sind sie zwar auch, aber dort sind 2 Secret Bosse, beziehungsweise optionale Bosse. Und deswegen ist die Welt auch ein bisschen stärker gekennzeichnet worden. Das ist mir aber erst im Nachhinein aufgefallen. Dass das dem so ist. Aber am schlimmsten, die Items zu sammeln war, finde ich, in Monstro. In Monstro, in Agrabah. Und niemals habe ich mich die ganze Zeit verlaufen. Und zwar habe ich meinen Fuß in die Wand geschlagen. Entschuldigung, war nicht mit Absicht. Aber wir teilweise auch total angeschlagen sind. Das ist echt... krank. Vor allem diese, ich weiß immer noch nicht, wie diese Viecher heißen. Die machen mich echt fertig. Aber wenigstens haben wir mittlerweile diesen einen Angriff, die diese Sandräuber auch haben in der Wüste in Agrabah. Diesen Drehangriff. Den finde ich echt cool. So. Vorletzten Welpen. Yay! Wie Donald im Hintergrund herumschreit. Es sieht aus, als hätte er so ein grünes Lämpchen auf der Nase. Oder beziehungsweise auf dem Schnabel. Echt. Manchmal denke ich mir echt. Aber sowas fällt mir auch nie während dem Spiel auf. Nur wenn ich das im Nachhinein ansehe. Dann fällt mir auf, dass da lauter lustige Sachen passiert sind. Okay.
come on! Das habe ich gar nicht rausgeschnitten, okay. Ich habe mir eingebildet, dass ich das rausgeschnitten habe. Was mich auch total verwirrt zwischen Kingdom Hearts 1 und Kingdom Hearts 2 ist einfach das, dass die Lebensleiste links ist in Kingdom Hearts 1 und in Kingdom Hearts 2 rechts. Dementsprechend, als ich gestern Kingdom Hearts 2 gespielt habe, ist mir... habe ich nicht mal gesehen, dass die Gegner eine MP, eine HP-Leiste hatten, obwohl ich Analyse hatte. Ich habe mich die ganze gefragt, wie viel Leben haben die denn noch? Und dann anstatt dass ich nach rechts gucke, gucke ich die ganze Zeit nach links und da war nichts. Weil ich ja gewohnt bin, von Kingdom Hearts 1, dass Donald und Goofy da oben sind. Das wollte ich schon Mickey sagen. So. Dann haben wir nun endlich auch die zwei Helden. Die letzten drei Helden. Und auf geht's nach Agrabah. In einer der schrecklichsten Helden, die ich nicht mag. Uhu. Ich bin kein Fan von Agrabah. Ich mag allerdings den Film auch nicht wirklich sehr gern. Ich weiß zwar nicht, ich kann mich an den nur sehr schwach erinnern, aber... das Problem ist, die Filme, die ich am wenigsten mag, an die kann ich mich auch am wenigsten erinnern. Zum Beispiel König der Löwen mag ich am liebsten. Da kenne ich alles. Da kenne ich alles. In- und auswendig. Das sind einfach meine Lieblingsfilme. So, ich könnte es einfach mal abhackeln. So. Würdest du jetzt bitte endlich in Ort der Schatten reingehen, damit wir hier endlich weitermachen können? Und hier die eine rote Triotech, eine gelbe Triotech, eine weiße Triotech und Welpen 46 bis 54 abholen können. Denn ihre Eltern möchten sie wieder vom Kindergarten zurückhaben. Hallo? Also teilweise denke ich mir echt, was ich da getan habe. Ja. 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 Aber ich finde interessant, wie man solche Dächer bauen kann. Das ist cool. Das frage ich mich, wie man solche Dächer baut. Solche, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, wie diese Dächer heißen. Wow, nach einer Minute habe ich mich dazu entschieden, dass ich da endlich in Ort der Schatten reingehe. Wuhu. So. Hier habe ich mir kurz Aladdin mitgenommen, weil hier müssen wir diese Statue berühren, damit wir die Welpen holen können. Und in der Lösung, wo ich mir das mal angeguckt habe, steht, dass wir zu Ort der Stille müssen und dort die Welpen einsammeln müssen. Aber das ist kompletter Blödsinn. Sie sind nicht am Ort der Stille, sondern am Ort der Scheue. Jetzt geh nach links, nach links, nach links. Ja, genau dahin. Genau dahin. Das sind zwei Kisten. In einer sind Welpen drin und im anderen ist, glaube ich, irgendein Gummischiffteil. So, hier haben wir Welpen 46, 47 und 48. Yay! Und zu guter Letzt haben wir hier noch ein Hastaga-Gummi, sag ich ja, ein Gummischiffteil. Mein Gummischiff möchte ich auch noch umbauen, aber das mache ich, glaube ich, nachdem wir wie heißt es denn schon wieder? Im 100-Morgen-Wald waren. Aua, das muss doch wehtun. Ach, hier fehlt uns auch eine gelbe Triotech, glaube ich. Das habe ich gar nicht gesagt. Aber wobei, wir haben jetzt die ganzen roten Triotechs voll und die grünen auch schon. Also am Ende bleiben uns eigentlich nur mehr zwei Triotechs übrig, eine blaue und eine weiße. Und die sind beide in Hollow Bastion. Also eine ist im Kerker, da waren wir einen kurzen, haben wir in diesem einen Raum, den man mit einem Biest aufbrechen musste. Da ist diese grüne blaue Triotech drinnen. Und ganz am Anfang, wo Riku uns das Schlüsselschwert geklaut hat, da ist diese weiße Triotech. Und dann fehlen uns auch nur mehr, ich glaube, sechs Welpen in Hollow Bastion. Die befinden sich in... ich muss mal gucken. In der Sechs-Lichter-Halle sind Welpen und in Hollow Bastion
Eingangsportal durch den Liftschacht erreicht ihr die andere Seite des Eingangsportals. Ihr seht vor der nächsten Tür eine Plattform, zu der ihr hinüberschweben und anschließend mit Gravitas herunterziehen müsst, um die Kiste mit den Welpen zu erreichen. Das muss ich mir alles noch angucken. Aber erstmal müssen wir sowieso nach Hollow Bastion fahren und ich möchte da vorher auch Hollow Bastion erstmal abschließen, bevor ich da mich ranmache, das alles einzusammeln. Ach Gott. Diese Böllerwampen sind auch echt lässig. Wenigstens kann man die teilweise von vorne angreifen. Nicht so wie die Alu-Wampen, die, die dich einfach nur zurückschleudern. Ich meine, okay, die schleudern dich auch zurück. Und diese komischen hässlichen Dinge. Ich weiß immer noch nicht, wie die heißen. Die sind auch echt lästig. Ich bilde mir das hier auch Welpen. Nein, hier waren Ifrit-Gürtel drinnen. Ich glaube, der ist, der hat 20-prozentige, nein, 40-prozentige Feuerschäden. Ich mein Sessel einfach nur quietscht. So, hier unten habe ich auch irgendwo noch eine Truhe gesehen, die habe ich mir gedacht, ich die nehme ich auch mit, auch wenn da nur Mithril drin ist. Aber ja, Mithril braucht man zum Schmieden. So, jetzt müssen wir noch in den Palasthof. Schon wieder, aber diesmal in Agrabah. Weil hier warteten uns auch noch ein paar Welpen. Zum Glück war hier dieser eine Spezialgegner, den ich erst machen muss, wenn ich die ganzen Kisten aufschlage. Dadurch, dass ich diese nicht berührt habe, konnte ich ungeschoren die Welpen einsammeln. Und noch irgendeine Box, weil hier hinten ist auch noch eine Kiste. Und die nehmen wir natürlich auch noch mit, die lassen wir hier nicht liegen. So, dann würde ich sagen, auf geht's ins Nimmerland, wo uns nur mehr eine gelbe Triotech fehlt, eine weiße Triotech fehlt und Welpen 43 bis 45 und 82 bis 87. So, hier haben wir auch schon gleich die gelbe Zyotech. Und hier drinnen sind auch schon Welpen. Und Donald fliegt wieder ins Gesicht. Er fliegt ins Gesicht. Und wie hier Donald und Goofy die ganze Zeit am Fliegen sind, das finde ich auch echt nervig. So. Hier halt ein paar Dunkelmaterie, Orikalkon und Welpen. Ich weiß gar nicht mehr, was in der Kiste da oben ist. Mein Gedächtnis ist echt schlimm. Und das ist echt traurig, dass man so ein Kurzzeitgedächtnis hat wie ich. Ach ja, und wir halten hier Luft. Unser Aiora hat sich weiterentwickelt. Ich glaube zu Arioga. Bin ich mir nicht gerade nicht sicher. Keine Ahnung. Sie hat sich jedenfalls weiterentwickelt. So, und hier oben auf dem Schiff haben wir noch zu guter Letzt die weiße Triotech. Und ja, wir werden hier zwar teilweise von Gegnern bombardiert, die ich irgendwie nicht sehen kann, weil ich die Kamera immer so schon gedreht habe und die herumgeflogen sind. Und diese doch teilweise verschwunden sind, sodass ich die Triotech einfach aktivieren konnte. Hier sind sie zum Beispiel vorbeigeflogen. Und jetzt fliegen sie durchs Bild, das finde ich auch sehr interessant. Und das stört uns einfach nicht. Es ist einfach egal. Wir machen unsere Triotech auf, holen uns die Welpen und verschwinden auch von hier. Nein, verschwinden wir noch gar nicht. Uns fehlen noch ein paar Welpen. Ein paar fehlen uns noch. Ein Trio fehlt uns noch. Dieser Gegner sieht irgendwie klug lustig, was der im Hintergrund ist. Das sind wie diese einen Gegner da in Arentlantica. Die aber von diesen Torpedofischen getragen werden. Die haben nämlich irgendwie ein Hühnchen, ich weiß nicht. Oder diese, wie heißen diese hässlichen Fische da? Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Die eine Lampe da vorne haben. So, hier finden wir noch ein. Ach, mich fällt das Wort nie ein. Mein Gedächtnis setzt voll aus. Ach, ein Gummischiffteil, so. Glaube ich. Ja, genau, ein Gummischiffteil. Und auf der anderen Seite, befinden sich unsere Welpen, die
vorletzten Welpen, sage ich mal. Dann fehlen nur so mehr 6 Stück. Also die vorvorletzten sind diese. So. Und dann würde ich sagen, wir fliegen zurück nach Travers und werden uns im nächsten Part mit Winnie Pooh beschäftigen. Im schönen 100-Morgen-Wald werden mit ihm ein paar Spiele spielen. Ach, das wird sicherlich lustig. Aber zuerst fliegen wir. Zeige ich euch erstmal den ganzen Trio-Tech, die wir haben. Ich weiß zwar nicht, warum hier ein Effekt drin war. Okay. Uns fehlt nur mehr eine blaue Trio-Tech und eine weiße Trio-Tech. Und dann haben wir alles. So. In Travers angekommen. Auf nach Travers Mitte. Und ich würde sagen, hier beende ich auch diesen Part mit dieser Sammelfolge. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir bei Winnie Pooh sehen. Bis dahin. Ciao, ciao.